Im heutigen Video schauen wir uns die brandneue Gewalten der Zeit Top Trainerbox mit Windewoge an. Für mich natürlich ein Highlight der jedes Sets, die Top Trainerbox. Wir haben hier die von Gewalten der Zeit mit Windewoge. Ich finde die Aufmachung sehr cool, die Farben mit diesem Blau, Türkis, Lila, richtig nice. Mag Windewoge auch ganz gern, die antike Form oder die Paradox-Form von Suicune. Und ich würde sagen, wir schauen mal in die wunderbare Box rein. Wir haben natürlich die Booster-Artworks hier innen drin wieder abgebildet. Die sehen wir aber gleich auch in klein. Dann haben wir wieder das Info-Heft für Spieler. Ja, ihr kennt die Hefte ja. Wir gehen aber nicht durch. Wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann mache ich das gerne wieder. Aber ich glaube, es ist nicht so interessant. Einmal vielleicht kurz einen Blick auf die Top-Hits. Genau, wir haben hier auch direkt eine Seite, wo die Top-Hits waren, habe ich gerade gesehen. Genau, die Paradox-Karten, das sind noch die, auf jeden Fall die Hits, die ich gerne hätte. Vor allem Eisenblatt und Eisenhaupt finde ich ziemlich cool. Eisenblatt konnten wir schon ziehen, Eisenhaupt hoffentlich auch bald. Eisenfels gehört natürlich dazu, finde ich auf einer Optik her nicht so cool. Die Ast-Trainer-Karten sind wieder zurückgekommen, genau, wie der Heldenumhang hier. Den gibt es jetzt. Das ist noch ganz interessant zu wissen. Dann gibt es ein paar schöne neue X-Karten. Wir können ja einmal kurz auf die Hits gucken, für die, die es interessiert. Hier sieht man einmal das ganze Set. Ich gehe es mal durch. Ihr könnt sonst mal kurz stoppen, wenn ihr eine Seite genauer sehen wollt, falls ihr das Heft selbst nicht habt. Ansonsten kann ich es immer nur empfehlen, diese Hefte zu holen. Hier haben wir auch Windewoge als die X-Variante, wunderbar mit dem Muster der Vergangenheitsform, was ich ziemlich cool finde. Haben wir natürlich auch mit Eisenhaupt zum Beispiel mit der Zukunftsform. Also im Allgemeinen haben wir hier sehr, sehr coole Karten drin, finde ich. Spielbarkeit mäßig ist wohl auch sehr interessant, vor allem natürlich auch durch die Ast-Trainer-Klasse-Karten, die natürlich wieder super nice sind. Wir haben eine ganze Reihe an Illustration-Wear-Karten, wieder einmal im Set. Ah, guck mal, hier Seso-Kids und Kronjuwel sieht ja nice aus. Wusste ich gar nicht, dass das Artwork so zusammenhängend gemacht ist. Richtig cool. Ein paar Full-Art-Karten, dann natürlich auch wieder ein paar Special-Illustration-Wares wie Windewoge, die es ja auch gibt. Dann natürlich auch Keilflamme, Eisenblatt, Eisenfels, Furienblitz, also sehr coole Karten. Bells Hingabe auch ein schönes Artwork. Auch wieder ein paar schöne Trainerkarten. Rioba ist am Start. Goldkarten haben wir natürlich auch wieder ein paar am Start. 6 Stück sogar hier mit Eisenblatt, Keilflamme, Windewoge, Eisenhaupt, Eisenfels und Furienblitz. Das heißt, sie haben ja alle 6 Paradox-Pokémon-Formen der 3 legendären Pokémon jeweils, genau. Dann die Previous-Promos haben wir nochmal aufgelistet. Es gibt ja scheinbar die Build-in-Battle-Stadion-Box nicht mehr. Das heißt, ihr müsst jetzt wieder ertauschen mit Leuten, die auf Turnieren waren oder Glück hatten, die Kids irgendwie so zu kriegen. Ja, sehr coole Karten. Hier auch die Promokarten aus der Top-Trainer-Box, die wir auch noch beide sehen. Allerdings erstmal nur die blaue mit Windewoge. Der Deckel sieht sehr cool aus, finde ich persönlich. Macht sich bestimmt gut im Regal bei den anderen Top-Trainer-Boxen, wo mittlerweile schon einige sind. Dann haben wir in dieser Box auf jeden Fall auch eine Packung Sleeves mit der Optik von Windewoge, auch sehr cool. Dann wieder die Verbrennungs- und Giftmarken, das Obligatorische. Die Würfel sehen aus wie immer. Ich glaube, irgendwie bleiben jetzt so immer diese Mopex-Optik, wie ich sie nenne. Ich glaube, der Durchsichtige ändert sich manchmal ein bisschen, aber sonst scheinbar ist das jetzt so ein festes Muster, aber ist auch okay. Dann haben wir nochmal Windewoge. 4 Trennseiten, ein Päckchen Energien für die, die es brauchen, ne? Gerade für Einsteiger, die spielen wollen, ist das gar nicht verkehrt. Aber wenn man sich jede Box seit Jahren holt, hat man auf jeden Fall genug von. Ein Code, der das Ganze im Live-TCG freischaltet, ist auch wieder dabei. Dann haben wir die Promokarte mit einem wunderbaren Flatterhaar aus der Vergangenheitsform. Mitternachtsflattern und Unheilsschleuder. Sieht auch sehr cool aus. Sehr düsteres Artwork. Mag ich sehr gerne. Und dann sollten wir hier auch wieder 9 Booster am Start haben. Ich finde die Booster diesmal wieder richtig schön, weil hier oben, ich mag diese lila Ecke sehr gerne. Windewoge, Eisenblatt haben wir als Artwork. Dann Furienblitz natürlich. Eisenblatt und Eisenhaupt haben wir hier. Genau, das sind die 4 Artworks. Keilflamme und Eisenterrakium irgendwas. Eisenfels, genau. Hat leider kein Artwork bekommen. Wir gehen, würde ich sagen, jetzt mal schön in die Booster rein. Bin sehr gespannt, was ihr zieht. Drückt mir die Daumen. Ich hoffe auf 1, 2 schöne Hits. Bei 9 Boostern hat man ja quasi so ein Viertel Display. Das ist eigentlich schon eine relativ große Menge. Deswegen habe ich immer große Hoffnung in die Boxen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Holt ihr euch Top-Trainer-Boxen? Mögt ihr sie? Oder eher nicht? Wir haben auch schon mal Pico-Chiller. Wuffels, auch ein sehr süßes Artwork. Flamiao, auch wieder sehr süß. Fuego gibt es ja als EX hier im Set. Volvarok, Salvatore, Delfinator, Schneckmark, die erste Reverse, Stalobor, die zweite. Und im ersten Booster haben wir einen Miraidon in Holo. Tudum. Dann geht's weiter mit Eisenblatt. Einmal ein Code für euch zum Karma heizen. Viel Spaß mit dem Code und zieht was Gutes. Wenn ihr was Gutes zieht, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir starten rein mit einer Flammenergie. Mizunder, Mabula, Motineva. Muss sagen, ich mag das Set. Oh, wunderschönes Artwork hier von Noctu wieder. Ich mag das Set sehr gerne. Hier sind ein paar echt schöne, auch das Keldeo, schöne Artworks am Start, muss man sagen. Und auch ein paar coole Pokémon, die endlich mal wieder ein paar geile Karten bekommen haben, die wir lange nicht mehr hatten. So ein Fuego zum Beispiel. Auch dieses Dummy-Miesel-Artwork ist ziemlich cool. Da sind so ein paar Kristalle, die sehen aus wie die, die bei Zubiris auf dem Artwork sonst immer drauf wären. Auch sehr witzig. Aber auch im zweiten Booster erstmal kein Hit. Weiter geht's mit Windewoge. Ja, ansonsten, der kommt ja schon in 2 Monaten das nächste Set raus. Das heißt natürlich für uns, ja, man muss sich vorbereiten, den Geldbeutel vor allem darauf vorbereiten, dass da wieder was kommt.
Aber jetzt erstmal, lass uns erstmal dieses Set, oh, Belzin gab auch schöne Karte, dieses Set ein bisschen wertschätzen. Und ja, mal schauen, was noch so kommt. Jalapeno EX, die erste X-Karte von Jalapeno müsste es sein, ne? Fesselnder Chilibiss und zweiköpfige Zermalmung. Sieht eigentlich ganz witzig aus. Bisschen wie so aus so einem Horrorfilm, oder? So eine mutierte Paprika, die ziemlich böse aussieht. Ja. Oder aus Plants vs. Zombies. Nächster Booster. Also ich habe mir so ein paar Bilder angeguckt. Bei uns im Discord zum Beispiel wird immer fleißig gepostet. So 3 bis 4 Hits sind schon so das, was ich meistens gesehen habe. Also hätten wir auf jeden Fall noch ein bisschen was Luft nach oben aktuell. Aber das ist natürlich nie garantiert. So eine Box kann auch mal richtig gut gönnen oder richtig schlecht. Wir kennen es alle. Flutterhaar als Weavers, sehr nice. Alpollo, auch cooles Artwork. Und ein Relikant. Furienblitz. Das Pokémon hat ja wirklich diverse Diskussionen ausgelöst. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ich finde es eigentlich ganz cool von EDR. Ich sage mal ganz gerne, es erinnert mich ein bisschen an die Langhälse von Horizon Zero Dawn, was ja auch ein sehr cooles Spiel war. Azumarill haben wir, Voldier auch, Sweet, Galoppa, Electro, ein Pampros, Tortunator als Weavers Holo, Pantymos Weavers Holo, oh, Sherox X in Full Art, das ist doch mal ein solider Hit, nehme ich sehr gerne mit. 72 KP, Typo Stahl, Stahlflügel und der Crossbrecher sind hier die Attacken. Stahlflügel, während des nächsten Zuges deines Gegners werden diesem Pokémon durch Attacken 50 Schadenspunkte weniger zugefügt, also ein bisschen Defense, auch nicht schlecht. Der Crossbrecher macht 120 Mal Schaden, lege bis zu 2 Stahlenergien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. Diese Attacke fügt für jede auf diese Weise abgelegte Karte 120 Schaden zu. Also könnt ihr hier 120 oder 240 Schaden drücken, gar nicht so verkehrt. Die Energiekosten sind auch recht gering mit 2. Allerdings ist es natürlich die Entwicklung von sich, und deswegen muss man es entwickeln. Aber sonst ganz cool. Artwork sieht auch sehr nice aus. Ja, ist für mich eine 8 von 10, würde ich sagen. Könnt ihr gerne in den Kommentar schreiben, wie ihr das seht. Und es geht weiter mit dem Eisenblatt-Booster und einer Wasserenergie. Dann bin ich mal gespannt. Meltan, Blanas, Picochilla, Wuffels. Also irgendwie wiederholen sich die Karten doch schneller, als ich dachte. Der dicke Freunde-Knursp. Verpackte Bestellung, Bundlebee, auch ein schönes Artwork, muss ich sagen. Grundsätzlich ein paar sehr schöne Artworks hierbei. Golgantis im Wald, auch sehr cool. Sieht ein bisschen aus wie so Endzeitstimmung, Fallout. Und Cherox X als normale Pokémon-Karte. Auch sehr gut. Nehme ich mit. Fehlt mir auf jeden Fall noch. Attacken haben wir ja gerade schon mal zu Genüge vorgelesen. Damit sind wir ja schon bei 3 Hits. Und wir haben noch 3 Booster. Ich glaube, die Box macht sich gut. Vielleicht kriegen wir noch was. Ein Code nochmal für euch. Viel Spaß damit. Und wir gehen rein mit einer Pflanzenenergie. Okay. So, Marbula. Meditalis, Navitaub. So eine Illustration wäre vielleicht noch ganz schön. Natürlich auch alles, was besser ist, aber so, um das Bild noch ein bisschen abzurunden. Picochilla Illustration Rare. Na, wer hat's gesagt? Sehr nice. Dieses Picochilla macht gerade unglaublich viel Chaos. Oder es will das Chaos aufräumen. Und macht aus Versehen Chaos? Man weiß es nicht. Aber schönes Artwork. Und ein Eisendorn als Holo. Damit sind wir schon bei 4 Hits und haben noch 2 Booster. Mit Cherox auch schon so quasi einen etwas schwerer gewichtigen Hit. Und vielleicht Picochilla auch, man weiß es nicht. Aber mal gucken. Die EX-Karten sind ja leider meistens nicht mehr so viel wert. Aber ganz wichtig, beide fehlen mir auch in der Sammlung, deswegen auf jeden Fall gut, sie zu ziehen. Was auch für die meisten Holo-Karten gerade noch gilt, weil ich noch nicht so viel geöffnet habe. Und Donnersichel als Holo. Dann würde ich sagen, auf zum letzten Booster mit Furienblitz. Und drückt mal ein Däumchen für die allgemeine beliebte Last Pack Magic. Wir gehen rein mit Victini, der hier auch mal wieder, das hier auch mal wieder eine Ankommen bekommen hat. Raichu, Bronzel, Pampuli, Fuzzasnob, Rioba, Infernopod, Tanzer Reverse, Meltan Reverse. Und noch ein Schlickdri X, nice. 5. Hit, das ist solide. Cool bei Schlickdri ist ja, ihr könnt das in ein Wasserdeck reinbauen und habt dann Elektro-Pokémon im Wasserdeck, weil es ja Wasserenergien braucht, weil es ein terrakristallisiertes Schlickdri ist. 3 Farbenpumpe, lege bis zu 3 Energiekarten aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel. Diese Attacke fügt einem Pokémon deines Gegners für jede auf diese Weise abgelegte Energiekarte 60 Schaden zu. Das ist gar nicht schlecht. Kostet nur eine Wasserenergie und macht 180 Schaden auf 3 verschiedenen Pokémon. Wenn du das machst. Ja, gar nicht so schlecht. Betäubungsgriff, 120 Schaden. Während des nächsten Zuges kann dein Gegner das verteidigende Pokémon nicht zurückziehen. Das ist auch viel wert manchmal. Ja, gar nicht so schlecht. Könnte spielbar sein. Das bedeutet, fürs Recap haben wir 5 Karten. Das ist gar nicht mal so übel. Wir haben Jalapeno X, Schlickdri X, Cherox X. Dann haben wir Picochilla als Illustration Rare, auch sehr schön. Und Cherox X in Full Art. Das heißt, ihr dürft den Hit des Tages aus diesen 5 Karten wählen. Ich bin hier bei Cherox Full Art. Bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt gerne mal eure Meinung zu den Top-Trainer-Boxen, ob ihr die mögt oder nicht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video-Stream wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gerne konstruktive Kritik in die Kommentare, aber auch sonst gerne einen netten Kommentar schreiben. Ich freue mich immer, was von euch zu lesen. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video oder Stream. Ciao, ciao, euer Marcel.